Juhu YouTube, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einer neuen Folge Let's Play Sherlock Holmes, die Spur der Erwachten. Wir sind hier in Louisiana, endlich im Licht, nachdem wir so lange im Keller in der Schweiz verbracht haben. Leider hat uns der Wachmann dort vorne vor der Bank nicht durchgelassen. Wir wollten uns ja eigentlich über diese Juwelengeschäfte, die hier gelaufen sind, erkundigen. Aber er hat uns ja freundlich darauf hingewiesen, was er mit seinem Gewehr macht, wenn wir der Bank zu nahe kommen. Wir haben auch versucht, hier vorne irgendwo einzudringen. Irgendwo rechts hinterm Watson war ja ein doppelflügeliges Tor mit asiatischen Schriftzeichen drauf, wohinter auch, glaube ich, irgendein Asiate irgendwelche Reparaturarbeiten vorgenommen hat. Aber hier an der Bank kommen wir jetzt erstmal nicht weiter. Deswegen sprechen wir vielleicht erstmal mit den anderen Leuten, die hier doch noch sind. Also wir haben ja mehrere Matrosen. Und irgendwelche Damen dort hinten bei dieser Louisiana-Nymph. Scheint mir doch ein Etablissement zu sein für das älteste Gewerbe dieser Welt. Okay, mit dem haben wir vorhin, glaube ich, schon geredet, als wir vom Boot runterkamen und hier angekommen sind. Da ging es, glaube ich, um unser Gepäck. Ich sollte lieber umkehren. Was er zu sagen hat. Nichts hat er zu sagen. Er guckt mich nur ganz skeptisch an. Ich glaube, wir stören ihn gerade bei seinem Plankendienst. Dann sehen wir mal hier. Louisiana Nymph. Was steht da? Perform. Was? Keine Ahnung. Wahrscheinlich irgendwelche Namen. Die Gute ist wohl in den Schminktopf gefallen. Und das nicht nur im Gesicht. Guten Morgen, Süßer. Ein bisschen Entspannung gefällig? Nein, danke, Madam. Na, das hätte mich ja auch gewundert. Watson, los, opfern Sie sich. Hinein mit Ihnen in die Nymphe. Hat das schon ein bisschen gelächelt, oder? Okay, hier hatten wir auch noch einen Seemann. Junge, Junge, Junge. Hast du zu viel getrunken? Also alles andere kann ich mir beim Seemann ja auch nicht vorstellen. Wäre schlecht fürs Geschäft, ne? Wenn man seekrank wäre als Seemann. Okay, der mag aber nicht mit uns reden. Dann schauen wir mal hier auf die andere Seite. Das war nur eine Dekoration. Ja, hier sind gerade zwei schwer beschäftigt. Oh, und das ist mal ein anderes Damengesicht hier. Ja, ich möchte deiner Dame gar nicht zu nahe treten. Ich bewundere nur das Profil der Guten. Möchtest du denn mit mir reden? Oder möchten Sie vielleicht, junge Dame, mit mir reden? Nein. Okay, gut. Auch hier nichts. Da vorne sitzt noch einer. Hat er eine Waffe? Nee, das ist nur ein Teil von diesem Schub, von dieser Karre gewesen da. Wie nennt sich das in groß? Karren? In klein heißen die Bollerkarren, aber in groß? Naja, ist ja fast nur ein Bollerkarren. So, hier ist also die Gepäckstation. Mein Gepäck wird also auch irgendwo hier sein, nehme ich an. Oh, Popeye! Popeye, erzähl mir was. Nein, doch nicht. Wieso? Ach komm, erzähl keine Märchen. Ha! Hätte ich nie gedacht, aber danke fürs Gespräch. Oh, was sind die Leute hier alle so unfreundlich zu mir? Okay. Der Sheriff sucht jede Menge Leute, aber man kann leider hier sich nichts Näheres angucken. Und da vorne hängt auch irgendwas. Schon wieder eine geschlossene Fabrik. In London, die letzte Fabrik, war auch schon geschlossen. Allerdings wegen Streiks. Gut, hier, das kann ich mir auch nicht angucken. Und diese Fabrik sieht doch eher so aus, als wäre sie... Tja, wegen... Tja, ich weiß auch nicht. Sieht alles zu kaputt aus, als wäre da noch irgendwas mit Arbeitssicherheit. Gut. Der Sheriff ist auch nicht zu Hause. Herrschaftszeiten, die sind alle nicht da. Oh, hier ist genau auch alles. Factory S&M. Alles geschlossen und vernagelt. Kann ich überhaupt nicht rein. Schade, schade, schade. Mensch, nicht mal auf den Sheriff kann man sich hier verlassen. Das ist ja ätzend. Ist das vielleicht mein Gepäck? Nee. Holmes wird sicherlich mit ein paar schönen Lederkoffern, so wie hier unser Dr. Watson mit seiner Arzttasche,
Vielleicht können wir das irgendwann mal zu unserem Vorteil nutzen, dass du da mit deiner Tasche unterwegs bist, ha? Okay, also hier kommen wir nicht weiter. Wir hatten hier noch diese Hinweisschilder auf... Ich sag's nicht nochmal, ich mach mich sonst wieder nur lächerlich. Commercial Port Louisiana. Und wir haben hier jetzt noch diesen kleinen Pier-Bereich. Ah, hier können wir nochmal außen rum gehen. Ich habe keinen Grund, dorthin zu gehen. Nö, habe ich nicht. Das ist ja schön zu wissen. Das heißt, wir werden uns irgendwie weiter hier... Gucken wir mal, ob die Türen aufgehen. In diesen vorderen Bereich aufhalten müssen. Oh ja, die Tür geht auf. Ein Lagerraum. Planken, Fässer, Stämme, Kisten, Stämme, Kisten. Und Hinterausgang. Wo man aber nicht rauskommt. Oh, Dr. Watson hat mich hier alleine gelassen. Aha. Gut, vielleicht schiebt er ja Wache hier, ne? Watson? Watson? Ach, da sind sie ja. Ich hab sie schon vermisst. Oh, hier können wir reingucken. Smith, Smith and Young Traders. Und ein Hund. Ob das ein Wachhund ist? Auf jeden Fall führen die Hinweisschilder hierhin. Schauen wir doch mal. Vielleicht können die Damen und Herren von Smith, Smith and Young uns helfen. Hey Kumpel, was hängst du denn da so platt? Hm? Hat dich auch der Wachmann bedroht? Oh, fein, braves Hündchen. Ja, alles gut, alles gut. Hey, ist ja gut. Ja, aber anscheinend ist es nur ein bellender Hund, der nicht beißt. Hier kriegen wir noch ein bisschen mehr Ausblick. Über den Hafen. Da hinten gibt es auf der anderen Flussseite auch noch eine Anlegestelle. Ist ja nicht besonders sicher hier. Aber hier kommen wir auf die andere Seite von diesem Kran. Ich habe keinen Grund, dorthin zu gehen. Nee, ich will da auch nicht hin. Ich wollte mir doch nur angucken, was hier oben drin ist in dem Netz. Okay. Gut, dann schauen wir mal, ob wir einfach nur hier weiter entlang kommen. Bei Smith, Smith and Young and Traders. Es gibt ja noch eine Tür und auch ein Hinweisschild. Und noch ein Lagerraum. Ich halte es für ziemlich unwahrscheinlich, dass hier jetzt irgendwas ist, was wir mitnehmen sollen. Was soll ich auch mit so Fässern oder Kisten? Ah, hier haben wir ein Schiff. Aber der Weg dorthin, der wird mir durch diese Baumwollkisten, was auch immer, versperrt. Wie schade. Ach, die Louisiana Nymph da vorne noch mal zu sehen, gerade ebenso noch. Ein Warenhaus haben wir hier. Oh, hier können wir nicht rein. Wie schade. Gibt es hier noch was am Pier? Ii, babe, pfui. Ach, jetzt wäre ich hier fast in den Schlamm gelatscht. Nein, auch hier kein Weg mehr zum Pier. Dann stapfen wir mal hier zu die durch die Botanik. Lafayette Inclusive New Orleans. Aber auch hier ist niemand zu Hause. Hier gibt es noch eine Tür. Aber auch hier nicht. Und eine letzte Tür. Nee. Hier nochmal ein Hinweisschild. Genau, da kommen wir auch durch. Das heißt, es ist schon irgendwie der richtige Weg, oder? Saloon, Saloon, Mississippi. Oh, jetzt kommen wir hier schon mehr in das etwas sumpfigere Gebiet rein. Aber im Saloon ist gerade niemand. Wahrscheinlich macht er erst am Abend auf. Wir können jetzt noch hier bei den Häusern klopfen. Die sind ja alle in gleicher Bauweise. Und haben hier so eine kleine Veranda. Hier passt aber nicht viel rein, außer einer kleinen Sitzecke, einem Bett und einer Kochstelle. Ah, hier können wir nochmal zum Fluss gehen. Die Wasseroberfläche ist aber hier nicht animiert. War die vorhin im Hafen nicht animiert?
Sieht alles ein bisschen platt aus hier. Also ein Teerfluss. Okay. Aber die Büsche bewegen sich hier. Teilweise. Zumindest. Was ist denn das für ein Schild? Okay. Das ist aber mit Absicht hier hingehängt worden. Vielleicht kommen wir hier in die Botanik rein? Nö, auch nicht. Aber Vogelgezwitscher begleitet uns hier. Immerhin. Wenn uns hier schon wieder keine Menschen begleiten, dann doch immerhin wieder mal Tiere. Der Hund hat ja gerade auch schon gebellt und auf uns reagiert. Aber ansonsten war ja bei den Menschen mal wieder total tote Hose. Gut, und nochmal. Hier so ein blaues Haus. Soll das eigentlich hier aus Blech sein oder ist es Holz? Ich glaube, das soll Holz sein. So, und noch eins von dieser Sorte. Komm schon. Ach, warum ist denn hier keiner zu Hause? Oh, da vorne ist wieder was anderes. Vielleicht kommen wir jetzt zu dem Ziel, zu dem uns dieser Schilderwald eigentlich führen sollte. Ah, hier steht aber jetzt nichts mehr dran. Sieht ja schon ein bisschen seltsam aus. Okay. Aber ein Patrioto wohnt hier. Haben wir die amerikanische Flagge im Wind. Ah, hier kann man ein ganz klein bisschen erahnen, was drin ist, aber auch nur so gerade eben. Und wir haben zwei Hunde. Das ist natürlich kein gutes Zeichen. Das bedeutet eigentlich schon, hier kein Weiterkommen. Ich näher mich mal ganz vorsichtig. Ja, feini, feini, feini. Von diesen Hunden sollte man sich besser fernhalten. Das ist aber schade. Das ist aber schade. Gut, hier ist also Sackgasse, wie sie sich hier jetzt so synchron hingelegt haben. Was habe ich denn sonst noch so dabei? Also, ich habe ja ein Messer, das möchte ich denen nicht zeigen. Ich habe überhaupt nichts, womit ich die ablenken kann. Mit meiner Statue möchte ich die auch nicht bewerfen. Aber die Statue, ich glaube, die habe ich unten überhaupt niemanden gezeigt. Das können wir jetzt natürlich noch machen. Mr. Watson, nehmen wir die Beine in die Hand und ab zurück zum Pier, zur Louisiana Nymph. Und schauen wir mal, ob die diese Statue wiedererkennen. Aber diesmal sind wir clever. Diesmal gucken wir gleich, ob wir reisen können. Und so ist es auch. Zurück zum Hafenviertel. Fangen wir einfach bei der Bardame hier an. Nehmen mal hier unseren Xulu in die Hand und schauen mal, wie ihre Reaktion darauf ist. Martina, klopft sie auf die Schenkel? Ihr habt noch nicht mal einen Witz gemacht. Was wollt ihr denn noch? Wir haben hier zu arbeiten. Okay, anscheinend nichts. Vielleicht, wenn ich immer mal meine Bankpapiere zeige. Wir haben hier zu arbeiten. Okay. Tja, Watson, haben Sie mal eine Idee? Opfern Sie sich, los, hinein mit Ihnen. Stürzen Sie sich hinein ins Etablissement. Nein. Was habe ich denn noch? Also mein Messer zeige ich denn nicht. Ich kann ihr jetzt noch Geld anbieten und sie bestechen. Ich meine, immerhin dafür ist Geld da, oder? Um es auszugeben. Was wollt ihr denn noch? Wir haben hier zu arbeiten. Gott sei Dank hat sie jetzt meine Anfrage und mein Geldgewedel nicht missinterpretiert. Okay, die Matrosen haben ja überhaupt nicht mit mir geredet. Ich kann natürlich dem Wachmann auch noch die Statue zeigen. Vielleicht entlocken wir dem ja eine interessante Reaktion. Ich habe es schon mal gesagt. Reizen Sie mich nicht. Verschwinden Sie. Aber ich habe doch hier, ich habe Bankpapiere. Ich habe es schon mal gesagt. Reizen Sie mich nicht. Verschwinden Sie. Wären Sie denn dann vielleicht für einen Grün hier bereit? Es gibt da einen Kerl, man nennt ihn Champagne. Er ist ein Cajun und weiß alles, was in dieser Gegend vor sich geht. Sie finden ihn höchstwahrscheinlich in der Nähe eines Plankenhaufens am Ende des Piers. In Amerika hat alles seinen Preis, heißt es nicht so? Okay. War eigentlich nur ein Scherz, aber was es hat halten geklappt. Sie davon, Holmes? Ich hab dich doch gar nicht gefragt. Hallo? Also, Cajun soll das heißen. Cajun, okay. Können wir da hinreisen? Bitte, bitte. Oh nein, wir müssen laufen. Na gut, wir kennen aber den Weg schon. Dann können wir uns einmal hier schnell durch die ganzen Lagerhäuser
Winden. Ist ja alles hier Slalomlauf. Hin und her und her und hin. Okay, also Cajun. Cajun, was ist denn ein Cajun? Ist ein Cajun vielleicht sowas wie ein Trapper des Mississippi? Also sowas wie ein, ja, ein ortskundiger Führer irgendwie hier durch das Sumpfgebiet? Oder was macht er? Oder ist ein Cajun vielleicht sowas wie ein Händler? Oh, jetzt hänge ich an der Treppe fest. Schauen wir mal. Ja gut, der ist jetzt wahrscheinlich da. Vorher war er nicht da, aber... Okay, gut. Das ist ja auch immerhin ein Hinweis hier im Spiel, ob man richtig ist oder nicht. Und gerade war ich nicht richtig, weil es war niemand da zum Sprechen. Und jetzt ist Champagne da. Mit offenen Armen, Watson? Napoleon, Lafayette, kümmern Sie sich nicht um die Hunde. Die mögen nur den Geruch von feinen Leuten nicht. Besonders nicht von Ausländischen. Und was kann der alte Champagne für Sie tun? Ein paar Planken für Ihr Boot oder vielleicht eine Fahrt im Krokodilbad? Vielleicht ein anderes Mal. Die Leute sagen, sie wissen alles, was in dieser Gegend vor sich geht? Kann schon sein. Ist mir egal, was die Leute sagen. Was wollen Sie wissen? Wir sind vor allem interessiert an einer kürzlich stattgefundenen Edelsteintransaktion. Zweifellos sind Sie vertraut mit diesen Ereignissen? Aber sicher, das stimmt. Jetzt, da Sie es sagen, erinnere ich mich, etwas von einem Tausch gegen Juwelen gehört zu haben. Ich würde Ihnen ja gerne helfen, aber mein armes Gehirn ist wie ein Zug ohne Kohlen. Was soll ich machen? Wenn da eine Flasche Champagner oder dies und das wäre, hätte der alte Champagne Ihnen ein oder zwei Dinge zu erzählen. Okay. Ich habe keinen Wein oder Bier oder Champagner oder irgendetwas in der Art. Sie, Watson, in Ihrer Tasche ist doch bestimmt Alkohol drin, oder?